Bevor das Video startet, meine Freunde, möchte ich ganz kurz auf meinen Partner Kinguin aufmerksam machen. Dort erhaltet ihr wirklich günstig PSN-Cards, Xbox-Cards und so weiter und so fort. Denn ihr bezahlt zum Beispiel für eine 10 Euro PSN-Card nur 8,74 Euro, für 20 Euro 17,09 Euro, für 30 Euro zahlt ihr 25,42 Euro, für 40 Euro 33,98 Euro und für 50 Euro einfach nur 42,69 Euro. Hinzu bekommt ihr auf die Sachen 3% Rabatt über den Code Reapers, Freunde, deswegen schaut da unten in die Beschreibung rein, Leute. Es lohnt sich für euch. Ihr kommt da wirklich so günstig weg. Schaut in die Beschreibung, Leute. 3% Rabattcode Reapers. Gerne nutzen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde! Was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, meine Freunde, geht es um die Season 5 und ich habe wieder fresche neue News am Start, die viele von euch bestimmt interessieren und ich werde euch ein paar Sachen zeigen, die bestätigt wurden von Epic Games und, oder eher gesagt, in den Game-Files gefunden wurden und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ganz, ganz wichtig, um nichts zu verpassen, Leute, denn ich werde euch heute wirklich viele, viele neue Sachen zeigen. Deswegen bleibt bis zum Ende dran und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Like da, Leute. Leute, ich würde sagen, bei dem heutigen Video, wie wäre es so mit 16 Likes, wären schon extrem fresh, deswegen gerne mal ein Like da. Drop mir jetzt für dieses Video, weil das ist schon echt ein heftiges Video. Deswegen, wenn ihr die Season 5 so sehr hyped wie ich, Leute, lasst ein Like da. Ich bin gespannt, wie viele Likes wir zusammenkriegen und letzten Endes, wie viele auf die Season 5 so hyped sind wie ich. Selbstverständlich könnt ihr auch unter diesem Video mich gerne kostenlos abonnieren und rechts daneben die Glocke aktivieren, Leute. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall mehr was auf meinem Kanal und seid immer auf dem neuesten Stand, was Fortnite betrifft. Nun gut, meine Freunde. Jetzt kommen wir zu den 3 Kommentaren für heute, denn ich lese in jedem Video mal gerne 3 Kommentare vor vom letzten Video, deswegen schreibt gerne ein freshes Kommentar hier wieder drunter, um im nächsten Video eventuell erwähnt zu werden. Das erste Kommentar ist von guten Marie Queen ABC und sie schreibt, bester YouTuber forever. Das zweite Kommentar ist von GeiferD und er schreibt, richtig cooles Video, wie immer, macht richtig Spaß, deine Videos zu gucken, Hashtag Abo, Hashtag Glocke, Hashtag Like, Hashtag Ehrenmann, Hashtag bei Reapers Army. Das dritte und letzte Kommentar für heute ist von Simon Didi und er schreibt, mega nices Video. Vielen Dank für eure dry, freshen Kommentare, Leute. Im nächsten Video geht es auf jeden Fall weiter mit den nächsten Kommentaren. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen zur Season 5, zu den News, die ich heute wieder für euch am Start habe und die sind wirklich grandios. Ihr erfahrt heute wirklich alles über die Season 5 und was sehr wahrscheinlich auch alles eintreffen wird, was eintreten wird. Wenn ihr noch gar nichts über die Season 5 wisst, dann empfehle ich euch mein letztes Video auf jeden Fall anzuschauen von Season 5. Da habe ich schon einiges erklärt, aber heute gibt es wirklich nochmal die erweiterten News, deswegen schaut das andere erst an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Die allererste Sache ist natürlich, es gab viele Portale, erst in Lonely, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, nur ich sage es jetzt einfach nochmal, damit ihr euch nochmal erinnert. Viele wissen es auch, es gab überall wirklich Portale und diese Portale sind so aufgebaut, dass sie entweder was in die Map bringen, ja, es gibt ja immer ein Portal, wenn jetzt hier ein Portal ist, dann ist auch auf der anderen Seite ein Portal, wo man durchgehen kann und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und dieses Portal, diese Portale haben den Tomato-Kopf mitgenommen, sie haben Schilder vom Motel haben sie mitgenommen und bei Retail Row haben sie das Schild mitgenommen und sie haben halt jetzt auch einen Burger, den Burger bei Greasy Grove von dem Burgerladen mitgenommen. Und da ist ein Video aufgetaucht und zwar in Kalifornien, liebe Leute, ja, ist dieser Burger halt wirklich wieder aufgetaucht, aber nicht ganz normal, der ist einfach im Real Life wieder aufgetaucht. What the fuck, denken sich einige, ja Leute, dieser Burger ist tatsächlich im Real Life wieder aufgetaucht. Es klingt verdammt strange, aber es ist wirklich die Wahrheit, Leute, und ich war da selber sehr, sehr geschockt. Und da muss man wirklich sagen, Props gehen raus an Epic Games, dass sie wirklich sich so viel Mühe dafür geben. It's legitimately in the middle of nowhere. And there's this tent, and it has this sign. So I'm guessing this is the anomaly, unless that's the anomaly. Sie platzieren da einfach so richtig diesen fucking Burger, ja, und hinzu muss man dazu sagen, da steht auch das Polizeiauto von Fortnite und das kostet schon einiges, wenn man, also es ist jetzt wirklich schon wirklich von Epic Games, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Fan würde, glaube ich, nicht so viel Geld für ein Auto ausgeben, weil das ist schon wirklich, man sieht es,
sehr, sehr gut sieht das aus und das ist auch extra erstellt worden, nur dafür. Deshalb, das ist auf jeden Fall von Epic Games und das Bewundernswerte an diesem Video ist halt wirklich, dass das Ganze, dass dieser Burger in der Wüste gefunden wurde. Er wurde in Kalifornien in dieser Wüste gefunden und ja, ich würde sagen, das ist schon mal von Epic Games so die erste Bestätigung, was das Thema Wüste betrifft. Das war es das aber noch nicht, denn es gibt noch einige neue Sachen, denn es wurde auch auf der Fortnite Map wurde jetzt ein Anker gefunden. Das passt überhaupt gar nicht zum Thema Wüste eigentlich. Aus dem Grund werde ich euch heute erklären, was es damit auf sich hat, warum da jetzt ein Anker ist, warum, wieso Wüste. Das erfahrt ihr jetzt nämlich alles. Es wird nicht nur ein Biom geben. Es wird, also wer nicht weiß, was ein Biom ist. Es gibt einmal ein Biom, das nennt sich zum Beispiel Desert, also Wüste. Da ist dann halt alles wüstenmäßig. Da gibt es wieder ein Eisbiom. Also immer so verschiedene Orte, ne, die jetzt irgendwie anders, komplett anders aussehen. Andererseits gibt es dann wieder ein Waldbiom oder. Das sind Biome, ja. Wer das jetzt nicht wusste, der weiß es jetzt auf jeden Fall. Dieser Anker bestätigt uns schon mal wieder was anderes. Denn ich habe euch schon mal ein Video gemacht und zwar das Piratenthema. Ja, ich denke, dass dieser Anker uns das Thema Piraten auf jeden Fall bestätigt und ich werde euch gleich erzählen, was ich denn meine mit verschiedenen Biome. Was meine ich denn wohl damit? Erstmal kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Wüsten-Thema. Denn es wurde in den Gamefiles gefunden, das Wüstenthema, Desert-Thema ist nun bestätigt. Das hat Epic Games jetzt wirklich in den Gamefiles schon und das wurde da wirklich schon wiedergegeben. Das ist vollkommen bestätigt. Wir werden eine Wüstenmap erhalten. Hinzu haben die Portale, bringen halt wie gesagt den Anker, haben sie jetzt neu reingebracht. Aber das Portal nimmt auch viele Sachen. Vor allem das Portal nimmt wirklich Attraktionen wie den Burger, so die ganz großen Sachen, die die Map eigentlich ausmachen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir die neue Map erhalten, dass wir tatsächlich dann diese Sachen wirklich da wiederfinden auf der neuen Map, dass da zum Beispiel dann dieser Burger wieder irgendwo da liegt oder eingebaut ist. Das wird zu 100% so sein, da eben diese Dimension, die ganzen Portale eben zu dieser anderen Map führen. Es kann natürlich auch sein, dass wir keine neue Map erhalten, sondern unsere Map, die wir jetzt haben, so stark abgeändert wird, dass wir sie überhaupt nicht mehr wiedererkennen und dass wir dann einfach nur die eine Map haben, aber vollkommen neu. Wie das Ganze ablaufen wird, weiß ich nicht genau. Das werden wir erst nächste Woche zu Season 5 dann erfahren. Aber heute gibt es auch mal meine fresh Theorie, die ich gefunden habe. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, was ich denn meine mit den verschiedenen Biomen. Denn es ist eine Theorie aufgetaucht und zwar lese ich euch die mal ganz kurz vor hier. Dies ist meine letzte Theorie vor dem Update. Bereite dich darauf vor, viel zu lesen. Rifts. Die Rifts sind Portale aus verschiedenen Dimensionen und Zeitzonen. Diese Portale saugen Interessenpunkte in der aktuellen Karte auf. Das Land und fast das ganze Interessante wird durch dieses Portal geführt. Diese Risse werden die Standorte aus ihren Dimensionen herausschießen. Diese Dimensionen werden sehr unterschiedlich sein. Sie haben unterschiedliche historische Aspekte in diesen Dimensionen. Diese Risse werden diese Orte über die verseitige Karte schießen. Also, das bedeutet, viele Dimensionen wieder, Portale, was ich euch erklärt habe, die schießen das eine, den Anker haben sie jetzt von der anderen Map rübergehauen und die hauen sich das immer alles so gegenseitig rüber. Jeder Ort wird ein anderes Biom haben, Eis, Desert, Strand, ne, also, bedeutet, wir werden ein Eisbiom zum Beispiel haben, wir werden ein Wüstenbiom haben und zum Beispiel ein Strandbiom und ein Waldbiom und was auch immer. Auf jeden Fall werden wir verschiedene Biome kriegen, was ziemlich geil ist. Wie nice ist das bitte, wenn man einfach von Wüste zu Strand läuft? Von Strand dann wieder in voll die in den Winter rein. Wie geil wäre das? Schreibt mir bitte mal da eure Meinung zu rein. Das finde ich ist mega. Wie die ganzen Orte aber heißen werden, ist noch nicht klar. Da hat Epic Games noch nichts zu gepostet oder irgendwie in den Game Files. Aber was schon mal da ist, und zwar kleine Leaks zu dem Eisbiom. Und zwar in dem Eisbiom werden viele Eishöhlen mit Schneehügeln sein. Diese werden auch ein kleines Eisdorf enthalten, das auf Schneebackstein gebaut ist. Es wird auch eine Höhle geben, die das Schneemonster enthalten wird. Wie crazy klingt es bitte? Voll geil, wenn man wirklich dann so ein Dorf einfach in der Eislandschaft hat und mit so vielen Höhlen und so, würde ich richtig cool finden und das wäre einfach so ein Ding, was ich von Fortnite mal wieder feiern würde. Das zum Beispiel, was ich blöd fand, dass sie die Rote Ritterin, das ist ein anderes Thema, ich weiß, aber fand ich uncool. Ich hatte die, aber wir kommen jetzt wieder zur Season 5. Ich finde es ziemlich cool, wenn wir wirklich das, was hier steht, erhalten werden in Season 5. Jetzt kommen wir zum Desert-Biom. Und zwar
Dieses Desert-Biom wird Sanddünen und verlassene alte Strukturen haben. Es wird eine Pyramide enthalten, eine riesige Katze wie Struktur. Es wird auch ein ägyptisches Dorf beinhalten. Das bedeutet, wir haben auch wieder in dem Ägyptenland haben wir auch wieder ein cooles Dorf. Wäre mega einfach. Und dieses Dorf wird ein gruseliges Mumiengrab enthalten. Und alte Schriften. Es wird Kakteen und andere Desert-Pflanzen geben. So, und zwar... Jetzt habe ich schon mal für euch einen Leak dabei, wie denn diese Desert Map schon mal aussehen könnte. Zu den anderen Biomen habe ich leider noch keine Bilder, aber ich habe hier zwei Theorien dabei, wie das Ganze aussehen könnte. Ob es aussieht, ist unklar, aber ich meine sogar, das eine wurde sogar von Epic Games selber gepostet, aber ich bin mir dann nicht so ganz sicher. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Auf dem Bild sehen wir halt eben einen Wasserfall, viel Stein, wüstenmäßig, so ein Kanu, Zelte und einen Wohnwagen. Passt. Würde mega aussehen, Kakteen sehen wir, Bäume sehen wir, wirklich ein mega, also wirklich ein mega Bild ist das. Wenn wir das erhalten, Leute, dann, ich glaube, ich habe mich in Fortnite so sehr verliebt dann, Alter. Wild West, dieser Ort würde in den Ebenen sein. Es wird eine Bar enthalten, eine Schule, einige Geschäfte und einige Stühle. Dies wird eine kleine Stadt sein. Es wird auch ein Gefängnis auf der Rückseite enthalten. Es wird schmutzig und alt, es wird schmutzig aussehen und mit altem Holz verzerrt sein. Leute, wie geil ist das denn, wenn wir da wirklich ein kleines Gebiet haben, wo Wild West ist, ja? Wo wir dann so einen kleinen Ort haben, wo ein Gefängnis ist, eine Bar. Ey, wie nice ist es? Dann hat man so viel Abwechslung einfach auf einmal, wenn das alles so sein wird. Eisbiom, Wild West, da eine Pyramide. Das wäre so Hammer, ohne Scheiß. Aber das war's noch nicht, Leute. Wir kommen zum Strand. Strand. Es wird Wasser geben. Dieses Wasser am Strand wirst du betreten können. Mega. Aber es wird eine Barriere geben. Okay, ist verständlich. Man soll natürlich auch nicht einfach mal bis nach Afrika dann reisen über das Wasser. Es wird Muscheln vom Seestern und vom Ozean geben, die über die Küste verstreut sind. Alter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur fassungslos. Die letzte Sache, jetzt kommen wir zu dem Piratenthema. Dieser Ort wird schließe piratenbezogene Objekte beinhalten. Jetzt kommen wir zum Piratenthema. Dieser Ort wird verschiedene piratenbezogene Objekte beinhalten, wie Gold, Schätze und Karten. Dies wird aus 3 Piratenschiffen bestehen und daher auch das mit dem Anker. Damit bestätigt uns Fortnite ja auch schon dieses Piratenthema. Das war die komplette Theorie. Wie das Ganze aussehen wird, wahrscheinlich auch. Also ich ganz ehrlich, das kann nur so sein, weil sie haben uns jetzt schon einiges bestätigt und deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass diese Theorie stimmt. Also es ist wie gesagt eine Theorie mit ein paar Bestätigungen von Epic Games selber. Das Bild, wie die Wüste aussehen wird, ist glaube ich von Epic Games selber. Da bin ich mir halt auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde, das ist schon mal mega einfach. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Was haltet ihr von dieser Theorie? Wie würdet ihr das finden, wenn wir viele verschiedene Biome haben mit Ritter, mit Piraten, mit Strand, mit Mumien und Ägypten-Thema und alles aufeinander auf einer Karte? Wie würdet ihr das finden? Ich würde es richtig cool finden, weil das würde dem Spiel einfach nochmal ein bisschen Abwechslung geben und ich glaube, dass dann Fortnite wirklich wieder so nach oben steigt, was den Hype-Faktor betrifft. Seid ihr Hype auf Season 5? Schreibt es mir in die Kommentare mit Hashtag Hyped auf Season 5. In die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien. Ihr könnt mir immer Theorien reinschreiben. Dann kann ich die vielleicht im nächsten Video vorlesen. Aber das war's also jetzt für sonst von diesem Video. Wenn ich weitere News habe, dann verpasst ihr die auf diesem Kanal auf gar keinen Fall. Wenn es was Neues gibt, gibt es sofort ein Video dazu. Deswegen bleibt aktiv, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder wenn euch das Video gefallen hat und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Haut rein, euer Reapers. Haut rein, bis dann. Chibo, ciao, ciao.